Hallo meine lieben Schmandköpfe und willkommen zu einer würzigen Runde Frag GLP. In der heutigen Folge werde ich einige interessante Fragen beantworten und unter anderem eine neue Kooperation bekannt geben. Fangen wir einfach direkt mit euren Fragen an. Du hast doch mal gesagt, dass du dir ein neues Piano kaufen willst. Hast du schon eins oder wird das bald passieren? Ich habe mir schon vor geraumer Zeit ein ziemlich cooles Piano gekauft und vor einigen Monaten noch dazu eins mit coolen Sounds, die sich auch leicht auf den Computer übertragen lassen können. Das Piano von damals habe ich übrigens auch noch, muss aber leider gestehen, dass ich seit den Videos vor 7 Jahren praktisch gar nicht mehr gespielt habe und dementsprechend auch nicht wirklich viel Neues auf dem Piano spielen kann. Ganz im Gegenteil, ich habe einige Lieder leider verlernt. Hier aber mal ein paar Sounds von dem kleinen Keyboard-ähnlichen Piano. Das Teil hat auch noch tausende lustige Sounds wie zum Beispiel den hier. Der Grund, warum ich euch das erzähle, ist der, dass ich im Dezember vermutlich anfange zu streamen. Ab diesem Moment werden alle Mitglieder von mir endlich die coolen Emotes benutzen können, die ihr hier gerade eingeblendet seht. Es könnte gut sein, dass ich in diesen Streams das ein oder andere Lied für euch spiele. Die grauen Emotes könnt ihr als Mitglied leider noch nicht benutzen, da man eine bestimmte Mitgliederanzahl benötigt, um mehr freizuschalten. Aber ich denke, das wird sich schnell ändern, wenn ich anfange zu streamen. Kommen wir nun zur Produktplatzierung, und zwar werde ich euch dafür eine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Ich war damals vor 5 Jahren mit meinem Bruder in einem Freizeitpark und ich habe keine Ahnung, wie wir darauf kamen, aber er meinte dann auf einmal: Ist dir eigentlich bewusst, dass dein Handy bei einer Achterbahnfahrt rausfliegen könnte? Und aus Spaß habe ich dann die Hosentasche noch so ein bisschen gedehnt und meinte: Nee, ach komm, da passiert doch gar nichts, Alter. Und gerade, als wir wieder gehen wollten, ist mir dann aufgefallen, dass mein Handy nicht mehr da war. Und dann habe ich mich halt gefragt, wie es denn passieren konnte, weil gerade war es nur da und dann ist es auf einmal weg. Ich war dann zwar nochmal kurz bei einem Fundbüro und habe dann danach gefragt, aber natürlich hatte das keiner gefunden. Ist wahrscheinlich 100 Kilometer weit weggeflogen, ich weiß nicht. Daraufhin habe ich dann allerdings ein neues Handy gekauft, mit dem ich nicht wirklich zufrieden war. Und ich glaube, ein halbes Jahr oder Jahr später habe ich dann zum allerersten Mal von OnePlus gehört. Nur das Problem dabei war, dass man dafür eine Einladung brauchte, um das Handy überhaupt kaufen zu können. Denn das war damals 2014 eine neue Firma, die jetzt nicht einfach mal 500.000 Handys herstellen konnten. Und irgendwann, ein paar Jahre später, kam dann das OnePlus 3 raus und das war dann das allererste Handy von denen, welches man sich einfach so bestellen konnte. Das habe ich dann auch gemacht und ein Jahr später kam dann das OnePlus 5 raus und das habe ich dann auch direkt bestellt. Und nochmal ein Jahr später kam auf einmal das hier in mein Postfach rein. Hi, ich bin von der Smartphone-Marke OnePlus. Ich habe mir deinen Kanal angeschaut und deine Videos gefallen mir wirklich sehr. So nett. Deshalb schreibe ich dir und würde gerne bezüglich einer Zusammenarbeit zwischen unserer Marke und dir anfragen. Und da ich die Handys sowieso schon seit Jahren nutze, habe ich da natürlich ja gesagt. Hier könnt ihr jetzt gerade sehen, wie ich das neue OnePlus 6T auspacke und auch gleichzeitig einschalte und meinen Daumen auf den Display lege, um damit das Gerät zu entsperren. Ich habe die Handys ja jetzt schon ausgiebig getestet über die Jahre und für mich persönlich das allerwichtigste Feature ist das, was ihr jetzt gleich sehen könnt, nämlich das da. Denn bisher alle OnePlus-Handys, die ich hatte, konnte man innerhalb von einer halben Stunde so sehr wieder aufladen, dass das den ganzen Tag gereicht hat. Und das ist gut, wenn man es mal vergisst und da nicht viel Zeit hat. Dazu gibt's dann direkt noch eine Hülle für die Leute, die ihr Handy gerne fallen lassen. Ach so, und falls ihr vorhabt, damit Spiele zu spielen, bei mir wurde das Handy nicht mal heiß, als ich über eine Stunde lang PUBG Mobile inklusive Aufnahme gespielt habe. Und das ist schon ziemlich krass, finde ich. Also, falls ihr Interesse haben solltet, einfach mal in die Videobeschreibung gucken oder glp.tv/OnePlus eingeben. Werden bald Virtual-Reality-Videos kommen oder hast du momentan keine Lust oder Zeit dafür? Vielleicht ist es euch aufgefallen, ich mache seit Monaten keine Virtual-Reality-Videos mehr. Der Grund dafür war,
dass der Rand meines unteren Augenlids leicht angeschwollen ist. Nach etwa einem Monat hat plötzlich mein Auge angefangen zu stechen. Als ich dann in den Spiegel schaute, war mein oberes Augenlid sehr angeschwollen. Am nächsten Tag bin ich sofort zu einem Augenarzt gegangen, der mir eine Augensalbe verschrieb. Diese Salbe habe ich 2 Wochen genommen, jedoch ohne Wirkung. Danach habe ich über Wochen hinweg ungefähr 5 verschiedene Salben und Augentropfen bekommen und mein Auge badete ewig darin. Auch hier, leider ohne Wirkung. Daraufhin folgte die Einnahme von Antibiotika, welche zumindest minimal etwas bewirkt haben. Danach bin ich zu einem anderen Augenarzt gefahren, um mir eine zweite Meinung einzuholen. Mit diesem habe ich alles noch einmal durchlebt. Erst viele verschiedene Tropfen und dann ein anderes Antibiotikum. Wer hätte es gedacht? Natürlich wieder ohne Wirkung. Ich habe mir daraufhin einen Chirurg rausgesucht, der das ganze Zeug aus meinem Augenlid rausholen sollte. Es gibt eine Sache, die mich selbst noch im Nachhinein triggert. Ich habe bei meiner Anfrage direkt erwähnt, dass ich gerne während der Operation schlafen möchte, weil ich am Auge sehr empfindlich bin. Bei etwa 3 bis 5 Telefonaten habe ich es erwähnt und es wurde nie ernst genommen. Als ich dann beim Arzt war, habe ich das noch 2 verschiedenen Mitarbeitern mitgeteilt. Ein Mitarbeiter hatte, als ich schon auf dem Tisch lag, den Wunsch an den ausführenden Chirurg weitergeleitet, der sich daraufhin verarscht gefühlt hat. Er hat mir einfach nicht geglaubt, dass ich das schon gefühlt jedem in diesem Krankenhaus erzählt habe. Daraufhin hat er den Raum verlassen und ich wusste nicht, was Sache ist. 15 Minuten später kam er wieder rein und sagte, dass ich wieder aufstehen und mich um die Anästhesie kümmern muss. Eine Stunde durchs Krankenhaus laufen später wurde ich weggeballert und operiert. Das geschwollene Auge danach war mit einer der ekelhaftesten Erfahrungen in meinem Leben. Da ist mir sogar kurz schwindelig geworden, weil das taube Gefühl beim Berühren meines Auges so erschreckend war. Der hat echt tief geschnitten und dabei wohl alle Nerven durchtrennt, die mittlerweile aber wieder verheilt sind. An sich sieht man nichts mehr davon, es ist also alles Paletti. Theoretisch kann ich also wieder Virtual Reality Videos aufnehmen. Ich warte da allerdings noch auf eine Kleinigkeit, bevor ich wieder damit anfange. Ich hoffe selber sehr, dass es bald soweit ist. Schaust du lieber Videos auf YouTube, irgendwelche Serien auf Netflix oder eher mehr TV? Ich schaue seit über 10 Jahren kein Fernsehen mehr und schalte das wirklich nie ein. Trotzdem bin ich ein riesiger Serien- und Filmfan und schaue immer, wenn Zeit da ist oder ich etwas bearbeite, eine Serie auf Netflix oder richtig viele YouTube-Videos hintereinander. Auf YouTube schaue ich echt viel Kram. Unter anderem hatte ich mir vor einigen Tagen beim Bearbeiten eines Effekts etwa 5 Stunden Videos von Montana Blake angeschaut und muss sagen, dass ich wirklich nachvollziehen kann, warum er mittlerweile so viele Zuschauer hat. Auch, wenn jetzt nicht all unsere Meinungen am Ende des Tages gleich aussehen würden. Zwischendurch habe ich auch immer mal wieder eine Doku-Phase, in der ich auf YouTube alle möglichen Dokumentationen anschaue. Gibt schon echt viel, was man sich heutzutage alles reinziehen kann. Für Leute, die darauf stehen, ist das eine ziemliche geile Zeit. Bears, um noch ein paar Leute zu triggern. Ich finde Riverdale echt überbewertet und super schlecht geschrieben. Würdest du lieber Gedanken lesen können und somit wissen, was andere über dich und allgemein denken, oder nur leichte Krankheiten heilen können? Da es sich hierbei wirklich nur um leichte Krankheiten handelt, finde ich die Entscheidung recht einfach. Natürlich das Gedankenlesen. Ich würde die Fähigkeit allerdings nur haben wollen, wenn ich sie jederzeit wie einen Muskel aktivieren oder deaktivieren kann. Aber selbst mit einem Ausknopf wäre diese Fähigkeit eher belastend als von Vorteil. Man kann theoretisch einiges damit anstellen, aber reizvoll finde ich das nicht. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr damit anstellen würdet. Bin ziemlich gespannt, was euch dazu einfällt. Wann kommt mal wieder Plants vs. Zombies? Keine Panik auf der Titanic, das Projekt ist nicht gestorben. Ich werde dazu sicher noch einmal Videos rausballern. Ich weiß aber noch nicht, wie viele, weil das Spiel doch echt etwas anders ist als erwartet. Was hältst du von der Vision der SpaceX und vor allem Elon Musk, in der wir Menschen den Mars noch zu unserer Lebzeit anfangen zu besiedeln? Ich bin wirklich sehr gespannt auf den Augenblick, wo die ersten Menschen dort ankommen werden. Das wird vermutlich ein genauso großes Ereignis wie damals die Mondlandung. Irgendwie super faszinierend, was noch alles theoretisch auf uns zukommen könnte. Wenn die Vision von Elon Musk aufgeht, könnte sich irgendwann jeder Mensch eine Reise ins Weltall leisten. Mir wird selbst beim Autofahren ultra schlecht. Ich würde auf dem Weg ins All vermutlich mehrfach umkotzen. Der Gedanke ist jetzt zwar weiter weg,
aber nicht vollkommen abwegig. Stellt euch mal vor, was für revolutionäre Dinge passieren könnten, wenn wir auf Aliens treffen würden. Eine Zivilisation, die vielleicht technisch gesehen tausende Jahre weiter sind als wir. Okay. Genug rumgesponnen. Ich hoffe, ich konnte einige eurer Fragen beantworten. Schaut wie gesagt in die Videobeschreibung und freut euch auf die Livestreams, die bald auf glp.tv/live stattfinden werden. Bis zum nächsten Mal, meine geilen Ehrengönner. Tschüss.